Welch ein Wochenende, welch eine Leistung, welch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Alison Graf von der LG Nord-Berlin sicherte sich mit einer neuen Bestzeit von 2 Minuten 11,82 den norddeutschen Vizemeistertitel über 800 Meter. Ich weiß, dass ich auf einem guten Weg bin, noch eine schnelle Zeit zu laufen bei den Deutschen und mich dann hoffentlich für den Endlauf zu qualifizieren. Vor einigen Monaten noch beim Basketball und jetzt wieder zurück im Hochsprunggeschäft. Kaan Saidoglu, welcher auch für den Verein aus dem Norden Berlin startet, machte direkt bei seinem Sprung über 1,92 Meter auf sich aufmerksam. Dennoch scheiterte er an 1,96 Meter und belegte somit Platz 5. Ich war natürlich sehr aufgeregt, aber ich hatte auch hohe Erwartungen. Ich wollte halt deutsche Norm eigentlich schaffen, 1,90. Jedoch habe ich das halt nicht geschafft. Ich kam nur 1,92 hoch. Auch Michel Mali musste sich geschlagen geben. Nur 2 von 6 Versuchen landeten im gültigen Bereich. 47,11 Meter waren diesen Tag sein weitester Wurf, welcher weit entfernt von seiner Bestweite von 58,35 Meter ist. Indessen blieb Kor Kabela Diallo vom SCC erstmals auf der 100-Meter-Strecke unter 11 Sekunden und musste nur Manuel Mordi an sich vorbeiziehen lassen. Aber ich bin trotzdem froh mit meinem Ergebnis. Ich bin Bestleistung gelaufen, 10,97 und gleichzeitig auch deutsche Norm. Und ich bin sehr froh darüber. Mit persönlichen Bestzeiten und norddeutschen Vizemeistertitel erlebten die LG Nord und der SCC ein erfolgreiches Wettkampfwochenende.